Ja, in Deutschland werden um die 3500 Affen, das heißt unsere nächsten Verwandten, im Namen der Forschung missbraucht und größtenteils getötet. Jedes Jahr über 3500 Affen. Die Firma Covens ist dabei der allergrößte Affenverbraucher Deutschlands. Eigenen Bekundungen nach verbrauchen die ungefähr 1500 Affen im Jahr. Unseren Recherchen nach müssen es bis zu 2000 Affen sein. Aber wie dem auch sein, ob es 1500 oder 2000 ist, sind gigantische Zahlen. Und vor allen Dingen ist jeder Affe einer zu viel. Bei Covens werden im Auftrag der chemischen und pharmazeutischen Industrie Substanzen getestet, wie Chemikalien und auch Arzneimittel, oft an schwangeren Tieren, um die Wirkungen auf die Nachkommen festzustellen. Dabei werden den Tieren die Teststoffe mit einem Schlauch in den Magen gepumpt oder in die Blutbahn eingegeben. Am Ende steht immer der Tod. Und jetzt will Covens auch noch ausbauen, damit noch mehr Tiere, noch mehr Affen, ungefähr 300 oder 400 Affen sollen mehr leiden und sterben. Das müssen wir verhindern. Und wenn wir über Tierversuche an Affen sprechen, dann vergessen wir natürlich nicht die 2,8 Millionen andere Tiere, die allein in deutschen Laboren jedes Jahr ihr Leben lassen für eine fragwürdige Forschung. Die Mäuse, die Ratten, die Kaninchen, die Meerschweinchen, die Hunde, die Schweine, die Fische. All diese Tierversuche sind ethisch nicht zu rechtfertigen und wissenschaftlich unsinnig. Die Affen bei Covens sind ein Symbol für all diese Tiere. Sie sind ein Symbol für ein krankes System, bei dem der Profit von skrupellosen Firmen wie Covens im Vordergrund steht. Sie sind ein Symbol für eine verkrustete Wissenschaft, die sich an Methoden aus dem vorletzten Jahrhundert festhält, anstatt endlich auf Methoden einer modernen Wissenschaft umzuschwenken und die wirklich Menschen helfen könnte. Die Affen bei Covens sind auch ein Symbol für eine Politik in Deutschland, die sich gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung, diesen einflussreichen Experimentatorenlobby, beugt. Andere Länder befinden sich längst auf der Überholspur. So treiben die Niederlande einen stufenweisen Ausstieg voran aus dem Tierversuch. Sie wollen bis 2025 führend werden auf dem Gebiet der tierversuchsfreien Forschung. Und bis 2025 sollen dort die ganzen Giftigkeitsprüfungen abgeschafft werden. Also genau das, was Covens macht. Das heißt, eine Firma wie Covens hätte dann in den Niederlanden keine Chance mehr. Heute im 21. Jahrhundert, in allen Bereichen schreitet die Technik rasant schnell voran. Man denke nur an die Computertechnik, an das Internet, die Raumfahrt. Nur in der medizinischen Fortschritt bedient man sich noch Methoden aus dem vorletzten Jahrhundert. Wir schicken heute gigantische Datenmengen in Sekundenbruchteilen um den Globus. Aber wenn wir wissen wollen, ob eine Substanz giftig ist, trichtern wir sie Affen oder Mäusen ein? Das ist doch keine Forschung, das ist kein Fortschritt, das ist letztes Jahrhundert. Zeit, dass auch die medizinische Forschung endlich im 21. Jahrhundert ankommt. Und ich bin sicher, dass eines Tages werden die Menschen auf unsere Zeit zurückblicken, da wir Tiere in sinnlosen und unsinnigen Tierversuchen missbraucht haben. Und ja, wir können alle dazu beitragen, dass diese Zeit möglichst bald kommt. Und dazu sind wir auch heute hier, dass diese Zeit möglichst bald kommt. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da seid. Ein Satz noch zu unserem Verein ganz kurz. Unser Verein Ärzte gegen Tierversuche setzt sich unter dem Motto, medizinischer Fortschritt ist wichtig, Tierversuche sind der falsche Weg, für eine am Menschen orientierte Forschung und Wissenschaft ein, die mit Methoden wie Bevölkerungsstudien und tierversuchsfreien Methoden wie Organchips zu wirklich sinnvollen Ergebnissen kommt für den Menschen. Die Zeit ist reif für einen Wechsel, einen Paradigmenwechsel hin zu einer Forschung ohne Tierversuche. Und dafür stehen wir heute. Vielen Dank. Thank you.